Damit hätte niemand gerechnet. Lol, was? Ja. Und jetzt eine Runde Craft Attack. Ich meine, wann kommt ein... Basti kommt später, ne? Ich mach jetzt mal erstmal ohne Basti. Mach mal. Also jetzt mal eher GHG, ja? Sind meine Füchse noch am Start? Ja, perfekt. Reeves ist auch noch da, ja Mann. Was hat Basti gemacht? Hat Basti mir einen Clip hinterlassen, Chat oder so, was er gemacht hat? Also ich weiß, ich habe einmal kurz bei Basti... Was ist hier passiert, Alter? Ich habe einmal kurz bei Basti eingeschalten, als er gestern gestreamt hat. Nachdem ich von Eni nach Hause gekommen bin. Und da hat er gerade mit Cast Crafter den Berg draußen abgebaut. Also den Berg, den er wegmachen wollte, ne? Und zwar dieser hier vorne links jetzt gleich. Der müsste jetzt weg sein, ne? Genau, der ist weg. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber sonst ist nicht viel passiert, oder? Bisschen Bäume noch dazu gebaut. Hier haben wir jetzt eine Kiste. Also so Kistensystem. Ah, das war das, was hier alles in dem Berg drin war, ne? Wie viel Tod hast du eigentlich? Einen. Ich bin gestern gestorben zum ersten Mal. Unlucky. Ich bin genauso wie Basti gestorben. Der Tod war ja dumm. Ja, Bruder, das Ding ist halt... Also wenn du den ganzen Clip siehst, ich weiß nicht, ob das Ganze im Clip überhaupt drauf ist. Ich habe halt legit unten eine Fackel geplaced, damit das nicht einfriert. Und dann habe ich aber den Wasserfahrstuhl gebaut und habe halt hier unten die Schilder noch nicht geplaced. Und das Wasser ist rausgeflossen, hat die Fackel abgebaut. Dann bin ich hoch und als ich oben war, bin ich dann wieder runtergesprungen. Also es war nicht mal eine Minute und dann ist das schon eingefroren gewesen. War halt unlucky. Willst du mit Basti streamen? Ja, ich denke schon. Also, ja, ich denke schon. Kriegst du heute mit dem Eisberg? Ja, vielleicht schon, ja. Ich glaube, das werde ich auch schon anfangen jetzt, während wir warten. Also, beziehungsweise bis Basti halt da ist und wir dann irgendwas gemeinsam machen können oder so. Ich weiß nicht genau, wie gesagt, was Bastis Plan ist. Schauen wir halt gleich noch. Aber ich glaube, ich würde dann damit schon mal anfangen, hier das Eis zu placen. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde halt eher... Ich weiß nicht, wo ich anfangen würde. Vielleicht unten direkt, aber das Problem ist halt, wenn ich unten anfange, weiß ich halt nicht, wie Basti das halt unten haben möchte. Also ich weiß nicht, ob er halt überall Eis haben möchte, deswegen fange ich wahrscheinlich trotzdem oben an. Also wir beginnen eher oben. Ich fange jetzt erstmal nur mit Packed Eis an. Das andere ist eh mehr Deko-Eis. Nehmen wir einfach mal das hier alles mit und springen hier runter. Auf die Ebene drunter. Nice MLG. Und ich würde hier anfangen, einfach mal mit dem Eis, glaube ich. Ja, ich glaube, hier würde ich anfangen. Das ist schon eine dezent gute Höhe. Bauen einen Eisdrachen? Später vielleicht. Bist du einen Schneemann bauen, like Olaf? Schauen wir mal. Also ich weiß auch nicht, was ich jetzt alles oben hinbauen will. Das entscheiden wir dann mehr oder weniger... Spontan hätte ich gesagt. Solange wir hier so cool eismäßig werden. Dass man halt da wirklich so sieht. Bruder, hier geht's ab. Ja? Ich glaube, das geht ganz gut eigentlich, so, wenn man das hier so anpackt. Mit dem Packt-Eis, versteht ihr? Oh, Basti ist da. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Ach, Pock. Und zwar, ich habe mehr oder weniger ein etwas größeres Ding, weil, komm mal ganz kurz auf diese Dings, auf die Höhe jetzt mal hier hin, wo ich stehe. Ja. Ich wollte nämlich so eine Art kleinen Schnee-Express bauen, einen Zug. Eigentlich am Anfang erst da unten. Aber da haben jetzt Leute angefangen zu sagen, du kannst doch ein bisschen krasser machen. Mach doch einfach eine große Brücke rüber zu Stegis Berg. Und da siehst du den Stein eventuell da schon. Ah, hier. Ja. Ich würde vielleicht wirklich da eine große Brücke machen, also eine wirklich große Brücke. Ja. Ich kann dir meinetwegen auch mal zeigen, in was für einem wunderschönen Design ich mir das vorgestellt hätte. Willst du so eine richtige Brücke machen? Weil ich habe jetzt gerade so überlegt, wenn man halt so ein Zwischending aus den beiden Sachen machen will, dass man hier alles mit Eis macht und drüben halt Stegis und Drachen hat, dann kann man das halt so aus Eis und Netherbrick oder sowas bauen und so mischen oder so. Das so Fantasy-mäßig wird mehr. Ja, true. Aber warte, also gucken wir mal das Bild an. Aha. Aber die wird halt doch deutlich größer als das, ist halt nur das Design, ne? Ja, weil, natürlich. Es geht nur darum, dass sozusagen, dass, dass halt so ein unterer Bogen da unten ist und dann, ja. Also ich will halt eigentlich dann oben kommt eine Lok rauf und dann werde ich vielleicht dahinter noch ein normales Minecart-System haben, was aber trotzdem dann, halt irgendwie auch nochmal funktioniert oder so. Aber ja, natürlich, das ist jetzt viel, viel größer oder so, aber nur von der Form würde ich das halt so machen. Ja, got it. Ist das okay von der Höhe? Also, oder störe ich dich da irgendwie mit den Bergen? Nein, ich würde tatsächlich, glaube ich, also mein Gedanke mit diesem Eis hier war nicht nur, dass ich halt hier außen so, wie ich es gerade mache, will das halt gut machen, damit ich halt mal sehe, wie es aussieht. Ich will nicht einfach nur so Eis an die Wand klatschen, sondern ich würde gerne darin noch so Gänge in den Berg bauen, dass man halt praktisch so Eishöhlen hat, wo man dann komplett durchgehen kann. Also, dass man im Prinzip, wenn man Bock drauf hat, von ganz unten nach ganz oben durch so Eishöhlen im Berg hochgehen kann. Boah, das war so mein Gedanke. Und da kann man halt rein theoretisch bei der Brücke auch so einen Ausgang dafür machen, ne? Machst du das nur, also welche Eis nimmst du? Du nimmst schon die verschiedenen Eis? Ja. Ich baue gerade mit dem normalen Eis vor und schaue dann, wie es aussieht von der Form und allem möglichen. Und dann werde ich halt ergänzen mit Schneeblöcken, Blue Eis und dem normalen Eis. Ja.
Das ist saugeil. Also eventuell kannst du da teilweise sogar auch Quarz reinmachen, glaube ich. Also, dass du da kannst du viel machen. Da kannst du viel mit weißen Blöcken machen. Ja. Du kannst eventuell auch so blauen Zement oder sowas verwenden, den hellblauen. Nee, saugeil. Also ich glaube, das wird hier am Ende richtig weg. Also das wird richtig fetzen, was wir machen, Alter. Das wird richtig nice. Da freue ich mich über. Same, same. Hast du meinen wunderschönen Wohnwagen gesehen und das Camping-Ding? Ja, ja, sieht nice aus. Ja, also cool die auch. Leute, die es nicht gesehen haben, ich habe hier noch, also da fahren hier vorne ist einmal ein Wohnwagen. Auch wenn manche sagen so, yo, eine Markise in so einem Winterwald macht nicht so viel Sinn, weil wer will sich hier draußen hinsetzen? Aber Retalk, es kann ja auch mal ein sonniger Tag hier irgendwie sein und dann kannst du dich auch mal hier draußen hinsetzen, Leute. Also kleine Orientierung, wie ich den Zug aussehen lassen möchte. Manche sagen, yo, sieht kacke aus. Aber ich würde den schon ganz gerne so machen. Aber jetzt nicht mit den bunten Farben so ungefähr. Der ist halt jetzt hier grob geschätzt 2, breit ist denn der? Sind das wie viele Blöcke? 6, 7 Blöcke ist der breit, ne? Würde ich schon lieber 12 Blöcke oder so sagen. Naja, ich baue die Schienen nicht mit Anvils, aber könnte man machen. Junge, also das wäre halt Overkill, wenn du halt die kompletten Schienen mit Anvils baust. Wir haben auch ein bisschen Rails, by the way, ne? Falls du es noch nicht gesehen hast. Ich habe auch einen Mineshifter ein bisschen gefarmt. Also, willst du kurz meinen Stream aufmachen, dann siehst du irgendwie in etwa, welche Bahn ich mir nämlich vorgenommen habe und die steht halt auf so einen. Achso, warte mal, zeigst du gerade ein Bild her? Ja, genau. Achso, okay, warte. Also ich dachte gerade so, ich stehe hinter dir, was willst du mir zeigen? So. Nee, aber die Bahn möchte ich halt, also nicht mit den bunten Elementen dazu, aber so ungefähr möchte ich mich daran orientieren so. Und nur auf die Schienen bezogen. Man könnte sagen, dass wir die halt echt auf so einen Schienen bauen, aber das wäre halt anders, also das wäre halt anders krampfhaft. Willst du den auf die Brücke stellen, oder wie? Ja. Ja, ein paar Inverts, ne? Also, ja. Hey, also Leute, ja, ich fühle es auch mit einer Dampflok. Ich glaube auch, dass eine Dampflok eher besser wäre. Dampflok wäre sick. Actually, weil, ja. Also von der Logik her, ich würde dann auch so halt flache Hänger hinten ran machen, wo halt Bäume transportiert werden und ich würde ganz gerne unten noch ein Sägewerk irgendwie so hinbauen. Soll ich schlafen kommen oder was? Ja, ab in die Koje. Ich komme. Oh! Wo ist denn PSO Hoodie am 29? Nee, finde nicht so nice. Ich finde die anderen Sachen cooler. Den letzten Hoodie, den Project Wild fand ich richtig gut, aber den habe ich nicht bekommen. Den Hoodie für 29 für Black Friday finde ich nicht so nice. Außerdem, no front, aber ich glaube halt, dass Justin das halt ganz schlau macht, dass sie den Hoodie releasen. Mit diesem Kaufsystem, dass man halt jeder was kaufen kann. Weil dann sehen die halt, wie viele Leute wirklich kaufen würden, wenn sie können. Und dann können sie ihre Anzahl für die nächsten Kollektionen besser anpassen. Versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, der Hoodie wird halt nicht so gute Qualität sein wie die anderen Sachen von Peso. Die anderen Sachen haben eine gute Qualität, also. Bestell Gyros. Ey, ganz ehrlich, ich bin eigentlich auch, also ich mag Tzatziki nicht so gern. Also finde ich halt irgendwie eine Kräuter-Knoblauchsoße oder so. Also wenn wir jetzt eine Pita zum Beispiel vergleichen mit einem Döner oder so. Ding ist, ich habe mit meiner Freundin letztens, das war letztes Jahr, aber da haben wir auch beim Griechen mal jeweils eine Pita gegessen. Und das war der härteste Upturn, das hat einfach im Gyros waren Knochen drin. What the fuck? Ja, ja. Das war disgusting. Das ist für mich dann so letztes. Also das war dann das erste Mal. Deswegen, ich habe dieses Jahr noch nicht einmal Gyros gegessen irgendwo auswärts. Aber Bruder, wenn du da in so eine Pita reinbeißt, denkst du, yo, stabiles weißes Fleisch oder so, und dann Knochen einfach. So ein Knochen. Junge, never forget, einfach so weißt da rein. Ich hatte einfach so zwischen den Schneidezahnen hatte ich mir so richtig rein, Digga, das war richtig. Alter. Jetzt habe ich einfach nur noch einen Schneidezahn. Deswegen keine Facecam. Du magst kein Tzatziki? Doch, also ich mag Tzatziki, aber... Solange keine Knochen drin sind. Ja. Mann, das ist mal richtig cool. So ein Was macht denn hier eigentlich? So ein ganz anderes Bauprojekt, wo man halt einfach so... Bei den Bäumen hast du halt teilweise einfach keinen... Also, du hast schon die Upgrades so gesehen. Also, dass halt sich was verändert hat, aber... Es war so ein ewiger Run gegen die Zeit. Also nicht gegen die Zeit, aber es hat einfach kaum was verändert. Hier siehst du halt direkt, Alter, du baust 2 Stunden, hast halt direkt eine Brücke hier. Also ich sehe keine Brücke, ich sehe 3 Streifen Cleanstone und einen Bogen aus Stonebricks. Du hast aber gezuckt wegen dem... Oi! Ja, super. Hat mir ja richtig viel gebracht, dich jetzt zu treffen. Mit deinem Scheiß. Bist du runtergefallen? Ja klar, wegen Fauns. Achso! Ja, nice. Super. Oh, ich habe den Clip von Dena und Revi. Wollen wir uns den angucken? Ja, sehr gerne. Bin ich heiß drauf. Same. Drama! Drama! E-Beams ready? 3, 2, 1. Das ist, also ich weiß nicht, ob das, also Sprengmeister machen das normalerweise nicht so. Das ist definitiv nicht so in Ordnung. Oh mein Gott! Lol, was? TNT Minecraft? Ja. Hä, wie da einfach der Hund im Bild vorbeiläuft. Ja, ja. Er hat einfach alles weggesprengt, Junge. Einfach full dir equip, alles verzaubert. Alles RIP. Das ist halt echt alles RIP, ne? Hä, aber wieso ist er instant gestorben? Wie geht das überhaupt? Wie kann man denn mit full dir instant sterben? TNT Minecraft, also das ist halt über...
wenn es übertrieben krass gestackt ist, dann. Sorry, Leute. Sprachen lernen, Bubble. Primax Lost. Ja, den Clip, den will ich genießen. Komm. Oh, bitte. Schick. Ready? Ja. 3, 2, 1, go. Wenn du Minecraft Weather Clear benutzt, wird nächste Nacht automatisch Regen ja. und Gewitter. Dann das mach ich mal, mach das nicht. Nein, oh mein Gott! Ja, wir müssen schlafen. Komm schon, bitte ins Wasser! Was? Hä? Ja, er hat dich runtergeworfen, geil. Oder? Geil. Nee, ich glaube, er ist einfach so runtergefallen. Er klingt das mal bitte und schick, ich brauch eine Analyse. Das da? Spark, ich brauch eine Expertenanalyse. What the? Expertenanalyse. Ja, hast du nicht das Wasser getroffen? Ja, Expertenanalyse war halt daneben, Bruder. Das wird so geil aussehen. Bin ich Bock drauf. Ich glaube, ich mache als nächstes die Seite hier erstmal. So dass von vorne alles fertig ist eigentlich. Und ich weiß nicht, was ich als nächstes machen will. Ob ich die Frontseite fertig machen will oder ob ich die Rückseite machen will. Weil ich habe diese Cobblestone-Streifen darüber. So das soll eine Brücke werden. Und ich will hier drinnen ja auch solche Tunnel bauen. Die Frage ist, wann und wie ich die mache, die Tunnel. Das ist halt eine gute Frage, ne? Alright. Ich wünsche dir noch viel Spaß, ne? Bini, ich wünsche dir was, ja? Wir hören uns.